So, willkommen meine Freunde. Neue Folge World of Final Fantasy, aka Final Fantasy 10 Melodie. In der letzten Folge haben wir Yuna platt gemacht und... nicht platt gemacht, aber wir haben ein paar Kopfnüsse verteilt. Und jetzt soll es eigentlich weitergehen, so wie ich es verstanden habe. Ich meine, gehen wir jetzt hier lang. Ja, da müssen wir sogar lang. Nur ich habe schon wieder am Weg nach Fatania City. Und wir könnten noch die Sachen im Wald anzünden und dann wird auch noch ein anderer Weg frei. Wo er uns dann hinbringt, weiß ich natürlich nicht. Oder wir gehen erstmal weiter mit der Story. Ich würde sagen, bevor wir zurücklaufen, wir können uns nämlich immer am Anfang hier zumindest importen. Da müssen wir dann die Truhe holen, dann können wir nochmal hochlaufen zum zweiten Weg. Dann machen wir das, nachdem wir zu der Stadt gegangen sind. So. Ich mache es immer kompliziert. Again, it shall be Ragnarok, a battle initiated by new champions, and yet to whose salvation? You're beyond salvation. What? An illusion. Geflügelte Ritterin. Well, no matter. A chase is more to my liking. A tire is simply waiting. Die hat Style. Schokolade hat neue Gegenstände im Angebot. Sehr gut. Ach komm, ja. Wenn wir schon dabei sind, können wir gerne speichern. What's up, sis? Oh, it's probably nothing. I just have a strange feeling. Kind of familiar, but also kind of scary. Direkt eine Kiste hier. Ja, damit. Ein Teleportstein? Ein Moment. Mit dem Teleportstein kannst du dich im Nu zum Eingang einer Höhle zurückbringen lassen. Jawohl. Du musst dann zwar den ganzen Weg noch einmal laufen, aber wenn du Prismarien auswechseln oder nach Neuenwallenberg zurück möchtest, gibt es keinen schnelleren Weg. Und du kannst den Teleportstein einsetzen, so oft du möchtest. Das ist gut. Quick. Das sieht ja jetzt noch mehr nach Magellania-Wald aus. Das sieht schon richtig cool aus. Chapter 6. Solace from the Ice. Zuflucht vor Eis und Schnee. I'm freezing my butt off out here. No kidding. Hey, let's take shelter at that in there. Nein, geht da nicht rein. Das ist eine Falle. Also, ich muss sagen, das sieht fucking gut aus. Mir gefällt es. Any more and I'm gonna turn into a foxicle. Let's seek the refuge at that inn over there. Na gut. Wenn ich jetzt hier reingehe und mich zurück in die Herberge teleportiere, können wir uns direkt wieder hierhin teleportieren? Ich denke, oder? Erstmal dann zurück. Hui. Dann gehen wir mal zu Schokolade. Na, ihr zwei? Ach, die war ja hier. Ich gehe auch gleich nochmal in die Wohnung zurück. Was es bringt, weiß ich nicht. Man kann da die HP aufheilen, aber die heilen sich auch auf,
wenn man mit einem Speicherpunkt spricht und der ist ja direkt neben der Tür, aber vielleicht wird da auch irgendeine Sequenz oder so ausgelöst. Cho-Choco-Ching! Welcome to the Chocolate Mart! Bomberfragment. Feuerangriff bestimmt. Fügt einem Gegner geringen Feuerschaden zu. Elektrokugel. Okay. Nette Sachen, aber brauchen wir noch nix. Wir waren auch lange nicht mehr im Café. Was macht der Tomberry da? Going to the Colosseum. Ah, okay. As you. Jetzt können wir nicht mal ins Café rein. Oh, ich wollte mich da aber noch ein bisschen umschauen. Das erinnert mich so ein bisschen an Tokyo, Ghoul. Das ist meine Heimat, meine Zuflucht. Ah. Gehen wir nochmal ins Zimmer. Ich denke nicht, dass das was bringt. Aber probieren geht immer studieren. Aber vielleicht ist ja was zugekommen, aber untersuchen. Aha. Ach, hier kann man Minispiele spielen. Interessant. Enzyklopädie der Charaktere. Ah, oh. Brandless. Frau mit der Maske. Der geflügelte Drache des Ra. So. Inner Crow. 24 und kein Tag älter, nach eigener Aussage. Okay. Herkunft der Seele. Okay. Da bin ich jetzt mal interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt, was denn dann hier so steht. Herkunft Final Fantasy 10. Okay. Yuna war nur 17? Ah, das kann gut sein, ja. Final Fantasy 1 oder 2, ne? Final Fantasy Dissidia. Oh, okay. Ich dachte, die Krieger des Lichts, die hatten ja da keine Namen, oder? So hießen die doch bei 1 und 2, meine ich. Ja, ist ja auch egal. Öpp. Öpp. Guter dicker Kaktor Schaffner. Meister Tomberry. Was? Das ist aber dann ein Bug, oder? Das Ausrufezeichen, das geht nie weg. Was soll ich jetzt machen? Schon 25% voll? Oh, das ist aber traurig. Na gut. Komm, wir schauen jetzt mal in die Minispiele rein. Och, wir haben keine Minispiele. Dann bin ich jetzt enttäuscht. Das Schokobo. Ding, 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 ding. Quick, 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 quick. Gut. Dann gehen wir mal in die Herberge rein. Oder nee, bevor wir nämlich jetzt dahin gehen, wenn wir schon hier sind, gehen wir jetzt nochmal in den Lichterwald. Region. Warte mal, Gebiete? So. Quick, 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 quick.
Die Frage, wo war das nochmal? Oh. Yeah, we. Schon wieder vergiftet. Jetzt habe ich nicht mit dem Speicherpunkt geredet. Na, jetzt habe ich nämlich keine Leben, sehe ich gerade. Unorganisiert, dieser Mann. Unorganisiert. Hier war es nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Da. Nicht zu übersehen. Aber ich musste noch nicht mal was drücken. Wow. Ein Blitzsamen. Gut, und jetzt will ich nämlich da mal diesen einen Weg entlang gehen. Müssen wir aber jetzt erstmal hochlaufen. Weiter bis zum Horizont. Nice. No trouble at all. That wasn't so bad. Gil wird immer mehr und im Moment brauchen wir das gar nicht. Aber vielleicht kann man ja später irgendwas Cooles kaufen. Na, dem gehen wir noch aus dem Weg. Mit dem Teleportstein. Okay, links. Okay. Yep. Okay, dann müssen wir hier lang. Und dann nehme ich da hoch. Okay. Doing that. Oh, es ist schon wieder so eine Drachenarmee. Dunkelung oder Fuchsfeuer war nicht stark. Zack. That was a good fight. Predictable. Auf dem Mirrorboard konnte ich nicht lesen. Genau, jetzt gehen wir mal hier hoch und schauen, wo wir da hinkommen. Weil es gehört ja nicht zur Story, deswegen will ich das mal ausprobieren. Ah, jetzt bin ich automatisch den richtigen Weg gegangen. Verdammt. Aber gar nicht mal so verkehrt. Ich gehe doch nochmal zurück, weil da ist der Speicherpunkt. Ist gar nicht so verkehrt. Erstens kann man dann abspeichern, falls da irgendwas Starkes sein sollte. Und zweitens haben wir damit auch volle Leben. Ding, ding. Bitte kein Kampf. Ah. Möchtest du die gespeicherten Daten überschreiben? Natürlich wollen wir das.
I guess we're doing the. Hier kommen immer richtig viele Gegner, finde ich. Das ist jetzt aber der richtige Weg, oder? Jo. Weg damit. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Und ob der Chocobo hier noch was findet, wollte ich sagen. Ja, die können wir noch nicht einfangen, weil wir noch keine Amnesie machen können. Tschüss. Boah, 627, das war viel. Yeah. Okay, wir können ja auf jeden Fall lang. Oha. Das ist ja das Richtige für mich. Drei verschiedene Wege. Gehen wir direkt mal hier lang. Oh, Backe. Vor allen Dingen, das sieht beides gleich aus. Okay. Einfach mal testweise will ich einfach gucken, ob wir hier am Anfang wieder hinkommen, wenn wir hier lang gehen. Okay, gut. Links kommen wir dann oben raus. Und wo kommen wir dann raus, wenn wir hier oben lang gehen? Okay, dann probiere ich jetzt mal den unteren Weg. Vielleicht ist hier später irgendwas. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man hier sonst noch machen kann. Ach, die Lichter zeigen mir den Weg. Ja, das ergibt Sinn. Oder doch, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Sind sie wieder hier? Tatsache, das hier ist ein Brain, oder? Wahrscheinlich kommt jetzt hier so ein überstarkes Monster oder so, was wir noch gar nicht packen. Das war cool. Das ergibt Sinn. Ja, das ist cool gemacht. Sehr, sehr nice. Okay, nichts fürs Küken. Was bist du denn? Das Tagebuch eines Mädchens 2. Erinnerungen an Valfaris. Okay. So. Lazulis Mithril 5. Der fünfte. Auch heute muss Mama wieder arbeiten. Es ist kein Wunder, dass sich alle auf sie verlassen, denn sie ist ja so stark. Aber deswegen hat sie auch immer so viel zu tun und nie Zeit mit uns zu spielen. Mein Bruder ärgert das und es macht ihn auch traurig. Um ehrlich zu sein, wünsche ich mir auch manchmal, dass Mama ihre Arbeit sein lässt. Oh. So, ich hoffe, dieses Ding ist nicht aggressiv. Ich habe es noch niemals angesprochen. Es ist aggressiv. Right, let's do this. Here we go!
Das ist ja richtig 1990, 90er Jahre hier. Gut, wir haben Erlöser. Das erste, was wir machen, wir schauen direkt mal, ob das Viech zu stark ist oder nicht. Der Wunderpot. Okay, das ist möglich. Größe Z. Gib ihr ein Elixier. Ja, woher haben wir das? Das haben wir noch nicht. Dann will ich den Kampf gar nicht machen. Um ehrlich zu sein. Ein Final Elixier kriegt man davon. Später kriegt man bestimmt noch mehr davon, nur... Ich denke nicht, dass der stehen bleibt, aber wir töten ihn einfach trotzdem. Aber dann, wir kennen ja jetzt den Weg, werde ich, falls er nicht da stehen bleibt, sagt schnell. Denke ich, von neu starten. Okay, Schwäche Schatten und das Grau ist ein normaler Angriff. Okay. Hauen wir direkt mal einen Erlöser. Ach, können wir gar nicht, verdammt. Gut, dann machen wir einen Doppelstoß. Oh, das Ding. Okay, es klaut uns die AP. Ich habe doch gerade Analyse gemacht, oder? Statuswerte umblättern. Okay. Das Ding hat nicht viel AP, aber es scheint... Ich habe mir nie die anderen Sachen angeguckt, aber extrem starke Werte zu haben. Okay, das hat viel abgezogen. Ich will den Wunderpot haben. Die Musik ist so herrlich. So. All right. Oh yeah. 1800 EP. 2340 Gil. Ach du Kacke. Du hast die Erinnerung Wunderpot erhalten. Okay. Jetzt haben wir eine Erinnerung erhalten. Die Frage ist, ob man später das Ding wieder fangen kann. Aber hier kommen auch keine Gegner, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Jetzt probiere ich mal den Teleportstein aus, weil müssen wir den ganzen Weg nicht nochmal gehen. Prismen, Wunderpot. Aber wenn wir den Prisma haben, einfach zum Rasch der Familie Wunderpot benötigt wird, dann kommt das bestimmt irgendwann nochmal. Bin ich mir ganz sicher. Ah, okay. Na gut, dann behalten wir den. Dann haben wir, glaube ich, doch alles richtig gemacht. Hoffe ich jetzt einfach. Wo ist der Teleportstein? Da. Tsching.
Sehr gut. Dann ab zurück in die Stadt. Und ich würde sagen, das war's dann wieder mit der Folge. Ja, in der nächsten Folge gehen wir dann in die Herberge, was er uns die ganze Zeit da auch oben immer ansagt. Also macht's gut, meine Freunde, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.